So, guten Abend, ihr Lieben. Ich versuche heute mal wieder ein Video für euch zu drehen, weil ich gedacht habe, es ist vielleicht besser, euch mal so meinen, ja, meinen kleinen Tisch zu zeigen für das bevorstehende Osterer Fest, was ja zur Frühlingstag- und Nachtgleiche stattfindet. Und wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, habe ich da ja so verschiedene Sachen stehen, die immer da sind und einige Sachen, die jetzt gerade wieder neu dazugekommen sind. Ich gehe mal ein Stückchen daran, damit ihr ein bisschen was sehen könnt. Ja, da habe ich einmal so einen kleinen Osterhasen und Weidenkätzchen. Das ist ja, das kennen wir alle, das ist das Symbol, ja, was auch für Ostern da ist. Der Osterhase, der symbolisiert für uns die Fruchtbarkeit. Und auch die Eier, die ihr legt. Mein Ei, was ich dazu packen werde, das werdet ihr heute hier noch nicht finden, weil die Eier werde ich erst morgen färben. Und ja, da werde ich dann euch auch noch mal einen kleinen Beitrag geben, um euch zu zeigen, wie ich das mache. Ich möchte es nämlich dieses Jahr unbedingt. Also mit Kurkuma habe ich es letztes Jahr gemacht und dieses Jahr möchte ich es unbedingt mit der roten Beete machen. Ich habe das schon mal vor Jahren ausprobiert, als ich noch in der Ausbildung war zum Erzieher und ja, möchte es jetzt auf jeden Fall auch noch mal ausprobieren und bin schon sehr gespannt, wie es funktioniert. Aber zurück zu meinem kleinen Altartisch, was man auch immer dazu sagen möchte. Neben dem, ich fahre noch mal ran. Neben dem kleinen Hasen hier, ich hole das mal hoch, schaut mal, das ist ein Edelstein, das ist ein Amazonit. Und ja, das ist halt der Stein für Osterer und der bedeutet halt Neubeginn, der gibt uns neue Lebenskraft. Und ich habe ihn als Anhänger gewählt, weil man ihn halt jetzt auch sehr gut als Kette tragen kann. Dann habe ich weiter hinten, zeige euch das noch mal. Schaut mal, das sind meine Kerzen. Da ist eine gelbe, eine lilafarbene und eine grüne Kerze. Diese Kerzen, die stehen auch für mich für, ja, für das Fest. Und die lilane Kerze, die zeigt halt die Harmonie an, ja, die wir jetzt auch in der Natur spüren. Alles wird harmonischer und zeigt sich sehr warm. Dann habe ich die gelbe Kerze. Die gelbe Kerze, die symbolisiert den Neubeginn, aber auch den Sonnenschein, der jetzt immer kräftiger wird, auch wenn es immer noch kalt ist. Finde ich, wenn die Sonne rauskommt, ist es einfach herrlich, wenn man die Augen schließt und einfach ja, die Wärme genießt. Die gelbe Kerze weckt auch, also die Farbe Gelb weckt auch die Heilkräfte. Ja, und das passt halt auch ganz gut, weil nun auch die ganzen Kräuter wieder anfangen zu wachsen. Ich werde am Wochenende auf jeden Fall nochmal in den Wald gehen und werde mir Bärlauch sammeln, damit ich noch mein Bärlauchsalz für den Rest des Jahres ansetzen kann. Die Bärlauchbutter, die ist schon in Tiefkühler. Ja, ich mache den Mod portionsweise und so, dass wir in der Grillsaison auch genug haben, packe ich den dann in den Tiefkühler. Aber noch zur letzten Kerze zu kommen. Das ist die grüne Kerze. Und die grüne Kerze, ja, die gibt uns neuen Schwung. Ja, den brauchen wir ja, denke ich jetzt auch nach der kalten, dunklen Jahreszeit. Viele von uns haben vielleicht auch diese Frühjahrsmüdigkeit und diese grüne Farbe, die gibt halt neuen Schwung und neue Lebensenergie. Ja, und ansonsten ist eigentlich alles so geblieben auf meinem Tisch. Ach, nee, habe ich ganz vergessen. Ich habe hier noch so eine tolle Heilkräuterkerze, so eine Allgäuer Heilkräuterkerze, die habe ich dieses Jahr erst entdeckt. Und finde die total toll und das ist eine für die Frühlingstag- und Nachtgleiche. Wenn die zum Beispiel abgebrannt ist, dann sieht man so ein, ja, dann entsteht so ein Gitter drumherum.
drumherum. Und das sieht echt klasse aus. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist mein Tisch so geblieben. Es sind halt so ein paar Sachen dabei, die für mich ganz wichtig sind. So ein paar Erinnerungen und so. Und auf jeden Fall auch meine Figur, die für mich auch ja, unsere Jahresabschnitte symbolisiert. Wir sind gerade hier beim Frühling. Ja, die schwangere Frau, die zeigt dann den Sommer an und die ältere den Herbst und den Winter. Ja, ich denke, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in meinen Tisch. Und wie gesagt, morgen kommt noch das Ei dazu und da werde ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen, wie ich das gemacht habe mit dem Färben.